Tja, hallöchen und willkommen zurück zu Nibiru. Ja, letztens da war ich ja hier am Verzweifeln, bis ich Folgendes rausgefunden habe, dass ich das ganze Wasser, was hier so trübe ist, eigentlich nur ableuchten brauche, um weiterzukommen. Verrückte Welt. Die Aufschrift des Kanisters da drüben ist lesbar. Öl. Er scheint unbeschädigt zu sein. Vielleicht ist sogar noch Öl drin. Ja. Das wäre natürlich perfekt für das Ölkännchen, was wir da noch haben. Denn das ist leer. Und da ich den Haken schon verbunden habe, dürfte das jetzt so funktionieren, dass ich den an zu mich ranziehen kann. So. Na, lass mal gleich mal das Kännchen füllen. Ich habe das Ölkännchen mit Öl gefüllt. Ich dachte, du machst jetzt was anderes. Okay. Zurück zu der großen Tür. Weil mehr, glaube ich, das geht hier nicht zu machen. Und das linke Rädchen hat sich ja nicht gedreht. Das klingt komisch. Sesam, öffne dich. Ja. Hier drin ist es stockfinster. Ich kann rein gar nichts sehen. Du kannst wieder mal nichts erkennen. Das ist mir schon klar. Zumindest machst du die Taschenlampe von selbst an. Verdammt. Die Glühbirne muss durchgebrannt sein. Ach. Oh, wie scheint, haben wir auch die Taschenlampe nicht mehr, ja? Vielleicht ist ja irgendwo Licht. Der Form nach zu urteilen, muss es eine Art Lampe sein. Eine Art Lampe. Moment. Moment. Volles Öl kenne ich. Ich kann zwar nicht viel sehen, aber es scheint ein wenig Kerosin darin zu sein. Ah, Kerosin. Okay. Zurück, weg vom Ölkännchen, zu den Streichhölzern. Ah, natürlich. Irgendwas muss ja gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, nochmal zurückzugehen. Hoffentlich wird es eine Weile halten. Ja, das hoffe ich doch auch. Dieser riesige Generator muss den gesamten unterirdischen Komplex mit Strom versorgt haben. Mit ein bisschen Glück könnte er noch funktionieren. Der massive Motor des Generators scheint auch nach all den Jahren in einem guten Zustand zu sein. Wofür könnten sie so viel Energie gebraucht haben? Das ist wahrscheinlich die Hauptsteuerung für den Brennstoffzulauf. Es klemmt. Ich kann es kein bisschen bewegen. Sag bloß, dass das klemmt. Wer hätte denn das gedacht? Ja, ich würde die Zange benutzen, aber... Okay. Die Rohrzange natürlich, ja. Keine Chance. Es ist einfach zu rostig.
Mann. Wollt ihr mich fertig machen oder was? Es klemmt. Ich kann es kein... Ja, ach Mann, du hast doch gerade mit der Zange irgendwas gemacht. Oh, na endlich. Und jetzt? Jetzt habe ich alles gedreht. Halt, ein Hebel. Hebel sind immer gut. Klasse, es funktioniert. Na also. Ja, dann lass mal nach hinten gehen. Die Kette, aber die werden wir nicht mehr noch. Brauche ich nicht. Damit werden die Lampen in den Gängen ein- und ausgeschaltet. Die Lampen sind eingeschaltet und so soll es auch bleiben. Ah, und warum schaue ich mir den Schalter dann an? Hauptgang. Rechts zum Archiv, links zum Lagerraum. Ich kann da drin nichts sehen. Durch dieses Loch in der Wand kommen die Ratten. Leer, bis auf Staub und Spinnweben. Die Deckel sind geschlossen. Ich lasse sie in Ruhe. Okay, scheint mir auch nichts mehr irgendwie nichts zu bringen. Abgeschlossen. Naja. Ein sehr großer und interessanter Punkt. Bunker. Das sieht aus wie eine Gegensprechanlage. Hier kann ich auf das Symbol ein hier oben. Abgeschlossen. Wieso ist hier alles abgeschlossen? Kann man das mal jemand verraten? Ja, wir können ja auch noch nach hinten gehen, wenn es nicht wieder zu dunkel ist. Oha. Ich muss herausfinden, was dahinter ist. Sie ist verschlossen. Wie alles hier. Ich sehe keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Sie ist fest verschlossen. Ach, das bringt uns, glaube ich, noch nichts. Ah, nein. So, jetzt ist natürlich die Frage. Wie komme ich da rein? Er rennt auch nicht, er ist langsam. Rechts kam ich nicht rein, links komme ich nicht rein. Da sollte ich meine Finger nicht hineinstecken. Aber dennoch hat das irgendwas zu... Ach, Moment, ich habe doch noch einen... Ah, ich glaube kaum, dass der Schlüsselbund hier unten was bringt. Doch. Kann nicht sein. Der Schlüssel ist im Schloss abgebrochen. Und jetzt? Der Schlüssel ist im Das ist doch ein Witz.
Den Haken? Nein. Mit dem Teil? Okay, der Schlüssel ist abgebrochen. Ich habe aber den Schlüsselbund noch. Was bedeutet, dass ich den auch in der Richtung mal probieren werde. Und es scheint zu funktionieren. Okay. Was haben wir denn hier? Auf den Anzeigen ist der Ölstand und Druck der Rohre zu sehen. Der Brennstofftank des Generators. Es führen weitere Leitungen in die Mauer. Vielleicht werden damit noch andere Maschinen angetrieben. Hey, was habe ich jetzt eingesteckt? Es ist leer. Ein Reagenzglas, okay. Die Deckel sind fest zugenagelt, genau wie bei den Kisten vor dem Lagerraum. Ist die so auf? Jawohl! Dynamitstangen könnte sich als nützlich erweisen. Eine Stange sollte fürs Erste reichen. Fürs Erste? Das bedeutet wohl, dass ich nochmal welche holen muss. Es scheint nicht nass geworden zu sein. Das Zündpulver sollte also brennen. Okay. Viele alte Glühbirnen, die noch funktionieren könnten. Ich brauche nicht noch eine Glühbirne. Sie enthalten eine dunkle Flüssigkeit. Die Aufschriften sind nicht mehr lesbar. Vielleicht enthalten sie Munition oder Handgranaten. Boah, ich würde in dem Bunker sowas von rumsuchen. Einige enthalten Kerosin, andere Diesel. Nur eine kleine Unachtsamkeit und hier unten würde ein Inferno ausbrechen. Das Inferno würde aber hier unten bleiben. Okay, was habe ich jetzt alles gesammelt? Ich habe ein Reagenzglas gesammelt. Anzünden jetzt schon? Nein. Es ist leer. Es ist leer, ja, natürlich. Das Reagenzglas ist leer. War nicht hier irgendwo. Eine Stange sollte fürs Erste reichen. Okay, ich gehe mal nach draußen. Irgendwas musste ich mit dem das Reagenzglas ist leer. Okay, hier hinten ist der Hauptgang, wo es zu der großen Tür geht. Dem Geruch nach zu urteilen, scheint Kerosin darin zu sein. Ah, Kerosin. Das irgendwie umfüllen, oder? Das Loch stecken. Okay, die Sache läuft.
jetzt nichts. Und der Schlüssel steckt fest hier drin. Ja, da tut sich auch nichts. Ich habe was übersehen im anderen Raum. Ich weiß, das hat was mit dem Loch zu tun. Ich muss hier irgendwas übersehen haben. Irgendwo ist hier noch was, was mir fehlt. Hinten. Wimmelbild. Oh, was will ich denn damit? Eine alte Batterie. Wahrscheinlich von einem Lastwagen. Aber was soll ich denn da machen? Batteriesäure, ah. Okay, jetzt bringt mich das wieder auf eine Idee. Weil der Schlüssel steckt ja fest. Und Batteriesäure ist ziemlich ätzend. Ich beeil mich lieber mal. Auch wenn hier keine Uhr ist, die mir jetzt zeigt, dass ich mich beeilen sollte. So, jetzt habe ich Säure. Ja, habe ich es nicht gesagt? Jawohl. Das nächste Rätsel. Ein vollständiges Kriegsarchiv. All diese Dokumente haben einen unvorstellbaren Wert. Wenn ich das dem Professor erzähle, vielleicht finde ich hier, wonach er gesucht hat. Ja, vielleicht. Durchnässte Dokumente. Die würden auseinanderfallen, sobald ich sie berühre. Okay. Das sehe ich mir mal genauer an. Ah, ich weiß noch nicht, wonach ich suche, aber... Ich habe keine Ahnung, wonach genau ich suchen soll. Ja, dasselbe erzählt. Alle Schubladen sind systematisch nummeriert. Ich habe keine Ahnung... Ah, okay. Ich habe ja auch keinen Zettel dabei, wo irgendwas draufsteht, oder? Habe ich da was dabei? D282. Auf dieser Schublade ist die gleiche Zeichenfolge wie auf dem Stück Papier. Aber wie ist Stasek an diese Nummer gekommen? Hier unten ist mit Sicherheit noch niemand gewesen. Ja, ich hab aufs andere gezeigt, aber... Zwischen den Aktendeckeln war ein kleines Metallkästchen versteckt. Okay, ein kleines Metallkästchen. Das schauen wir uns gleich mal an. In der Kiste sind Magnete verschiedener Formen. Ah, okay. Später dazu. Erstmal hier rein. Oh, was hat denn hier so gewackelt? Hiermit wurden wahrscheinlich die Vorräte nach unten gebracht, die oben lagerten. Eine Notleiter, die nach oben ins Dunkle führt. Da steht, in unmittelbarer Nähe der Hebebühne besteht Verletzungsgefahr. Sie funktioniert nicht. Aber wir haben eine Glühbirne. Und die will er nicht einsetzen. Die Glühbirne fehlt. Sie funktioniert nicht. Habe ich die falsche? Oh, jetzt erst. Aha. Okay.
Ja, gut, ich schaue mich erstmal hier um, ja. Immer der Reihe nach. Ah ja, lineal, so sah das aus jetzt, oder? Wieder eine Kiste. Aufzeichnungen aller Übertragungen. Ich habe keine Zeit, sie durchzugehen. Warte, wie hättest du mir können ja auch vorlesen. Eine Codetabelle für chiffrierte Mitteilungen. Heutzutage ist sie nutzlos. Ein Funkgerät mitsamt Fernsender. Einige Briefe und leere Umschläge. Nichts, was ich brauchen könnte. Die könnte hilfreich sein. Okay, ich scheine alles mitgenommen zu haben. Und was haben wir überhaupt mitgenommen? Eine leere Kiste mit Deckel. Eine leere Kiste mit Deckel. Ja, das ist natürlich auch faszinierend. Gut. Etwas Schweres muss diese Furche hinterlassen haben. Ich versuche mal, ihn wegzuschieben. Das ging ja schnell. Der Furche im Boden nachzuurteilen, muss sie irgendwie zu öffnen sein. Nicht die Spur einer Öffnung oder eines Schlosses. Seltsam. Der Furche im Boden nachzuurteilen, nicht die Spur. Ich denke, die steuern den Flaschenzug, den ich oben gesehen habe. Der Mechanismus ist alt. Ich lasse ihn lieber in Ruhe. Ich denke, die steuern... Okay, wir stehen hier vor einer Wand, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich habe da auch schon eine Idee. Dieses Loch führt nämlich in die richtige Richtung. Durch dieses Loch in der Wand kommen die Ratten. Okay, ist es nicht so, dass ich... Ah, was fehlt mir noch? Was fehlt mir? Ach, ich hab ja die... Ah! Okay, wir gehen erstmal hier hin. Diese Stücke hier. Ah gut, lass mal basteln. Oh, ich kann die auch drehen. Okay, das ist natürlich wieder... Oh, das macht mir auch Laune, sowas, solche Dinge hier. Ah, nein, das geht über, oder? Über? Ah, nein. Vielleicht sollte ich erstmal größeres Stück einsetzen. Das genauso setzen, dass das... ...100% so ist, wie es ist. Ja, zu schön, echt.
das hin? Leider passt das ja drüben nicht hin. Vielleicht so? Stunden später. Da fehlt doch noch eins. Eine Leselupe. Nein. Ja, hier fehlt noch eins. Oder habe ich das so falsch gesetzt, dass... Das ist ja Unsinn. Hier fehlt eins. Eindeutig. Ich kann es drehen, wie ich es will. Hier fehlt was. Oder? Moment. Das bringt mich auf was. Na komm, schneller, Mensch, wenn ich schon mal eine Idee habe. Schon mal eine Idee. Das bringt nichts. Das bringt auch nichts. Was ist mit dem komischen Teil hier? Wie man's dreht und wendet. Ah, Leute, an der Stelle möchte ich erstmal Schluss machen. Das Rätsel löse ich demnächst. Also ich bin der Meinung, es fehlt hier noch ein Teil. Und das suchen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Nibiru. Ich bin weg. Tschüss.